Bis vor 10 Tagen hatte ich noch nie etwas von der Existenz von Simandaswamy gehört. Soll ich seinen Namen zumindest 40 oder 10 Mal am Tag wiederholen, sodass ich Moksh oder Selbstrealisation erlangen kann? Simandaswamy ist ein lebender Gott auf einem anderen Planeten. In dieser Welt war Lord Mahavir der 24. Tirthankara. Er war der letzte Tirthankara in unserem Zeitzyklus. Also wird es keinen weiteren Tirthankara auf unserer Erde geben. Wenn kein lebender Tirthankara da ist, wird absolutes Wissen nicht erreicht werden. Nur in der Gegenwart eines Tirthankaras können wir und andere Menschen den Zustand absoluten Wissens erreichen. Aber wenn es keinen Tirthankara gibt, wird absolutes Wissen nicht eintreten. Und ohne absolutes Wissen wird es keinen Zustand der schlussendlichen Befreiung geben. Wenn du Moksh willst, dann wirst du auf dieser Erde Moksh nicht direkt erlangen. Es gibt einen 5., einen 6., 1. und 2. Zeitzyklus. Und während dieser 4 Zeitzyklen gibt es keinen lebenden Gott wie einen Tirthankara auf dieser Erde. Und während dieser Zeit, also 84.000 Jahre, wird es keinen lebenden Gott wie einen Tirthankara Mahavir geben. Also wird es von dieser Erde aus kein Moksh geben. Es wird kein direktes Moksh, Befreiung geben. Es gibt 15 Erden in diesem Universum, Batyalok. Das wird in den Jain-Schriften berichtet. Und dieses ganze Wissen wurde von Lord Mahavir gegeben. Es gibt dieses Universum, es gibt so viele unterschiedliche Himmelsebenen und so viele unterschiedliche Höllenebenen und Matyalok. Auf Matyalok gibt es 15 Erden, 5 Mahavidikshetra, 5 Bharatkshetra und 5 Airavatkshetra. Auf den 5 Mahavidikshetra gibt es zurzeit 20 lebende Tirthankara-Lords, absolut erleuchtete Lords, die andere befreien können. Von diesen 20 Tirthankaras ist Simandaswamy unserem Planeten am nächsten. Und als Dada Bhagwan Selbstrealisation der reinen Seele bekommen hat und das ganze Universum gesehen hat, zu diesem Zeitpunkt hat er die Verbindung zu Simandaswamy bekommen. Durch den Segen von Simandaswamy hat Dada Bhagwan dieses Akramvignan dieser Menschheit gegeben. Simandaswamy ist also ein lebender Gott. Aber eines, wenn du sagst, indem wir zu Simandaswamy beten, erhalten wir Selbstrealisation, ist das nicht richtig. Nach der Selbstrealisation wissen wir, wie es wirklich ist und wer Simandaswamy ist. Und dann beten wir mit der Absicht, ich möchte dort wiedergeboren werden und von dort die ultimative Befreiung erlangen. Und für diesen ultimativen Zustand müssen wir alle unsere Beziehungen mit den Menschen in dieser Welt auflösen. Wir müssen also all unsere relativen Anhaftungen und Abscheu und all das in dieser Welt bereinigen. Nur wenn wir das praktizieren, dass wir all unser Karma mit allen auflösen und mit der Verehrung von Simandaswamy, werden wir zu Simandaswamy gelangen. In anderen Worten, ich muss Simandaswamy verehren. Ja, du musst einfach Simandaswamy mit dem Verstehen verehren, dass das der vollständige Zustand der reinen Seele ist. Simandaswamy hat Kevalgnan, absolutes Wissen. Und mit dem Darshan von Simandaswamy werden wir Kevalgnan erreichen. Und wenn dann unser Entladungskarma zu Ende geht, erlangen wir ultimative Befreiung, Moksh, Siddha Dasha.